Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Super Mario Bros. 3 für die NES? Ja, für die NES, natürlich, klar. Und wir befinden uns am Anfang der zweiten Welt. Ach ja, ich habe vergessen zu sagen, wir spielen natürlich auf dem NES Mini Classic zwecks besserer Qualität. Und ja, es läuft. Erste Welt haben wir im ersten Part abgeschlossen. Und wir sind jetzt in der Wüste und hier gibt es eine neue Gegnerart, die tatsächlich in Mario Bros. 3 auch wieder ihre Premiere feiert. Ui, ui, ah, kacke. Naja, egal, dafür haben wir jetzt einen Stern, der uns gar nicht so viel bringt, weil wir hier drumrum navigieren müssen. Okay, wir kommen mit diesen Flammendingern. Oh, oh, das ist natürlich gut zu wissen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und wir farmen ein paar Leben. Leben kann man nie genug haben. Nicht in so einem Spiel von früher, wo, wenn man Game Over geht, irgendwas Schlimmes passiert. Okay. Nee, cool. Ich wusste gar nicht, dass wir die Feuerschlangen hier mit unserem Tanuki-Schwanz besiegen können. Ach so, das war's schon. Oh, es gibt so ein Level dann hinterher auch nochmal so ein bisschen als Labyrinth. Und ich dachte eigentlich, dass es das wäre. Okay. Whatever. Ach so. Einfach, damit wir noch ein paar Münzen bekommen. Gut, nehme ich. Und wie so oft stellt man hier unter die Zielflagge nochmal einen, ja, level-spezifischen Gegner. Irgendwie hat Nintendo da Gefallen dran gefunden im Super Mario Bros. 3 Universum. Zack. Gucken wir mal. Ja, das passt. Und jetzt. Mal schauen. Nee. Schade. Einen kleinen Tacken zu spät gedrückt. Egal. Wir haben 11 Leben. Ich habe ein Safe State gesetzt. Au. Das ist ein Level. Ist doch der, den ich meine, oder? Ah, da, scheiße. Nee, das ist der noch nicht. Das ist noch nicht der mit der Sonne. Ah, gut. Aber ist trotzdem schade, dass wir einen Tanuki-Schwanz verloren haben. Und ein Pau wäre hier echt super geil. Ich möchte nämlich nicht durchs Wasser. So. Ach, das war's schon? Wirklich? Ja, scheinbar. Gut. Ja, wie gesagt, geht hier alles relativ fix. Ich wollte ein Thema anschneiden. Ich habe gesagt, ich spreche über Themen und ich habe mir da mal so ein Thema ausgedacht. Und zwar möchte ich sprechen über Emulatoren. Ich glaube, da habe ich schon mal so, ja, in irgendeinem anderen Let's Play mal kurzzeitig drüber gesprochen. Ich möchte das Ganze mal etwas intensivieren. Ich finde, Emulatoren sind eine tolle Sache. Definitiv. Auch wenn die rechte Inhaber an Spielen so etwas meistens nicht ganz so toll finden. Ich finde, Emulatoren sind eine tolle Sache. Aber ich finde... Wow. Das gibt's doch nicht. Okay. Ach, das zählt nicht mehr? Ist ja scheiße. Okay. So, Emulatoren sind definitiv eine tolle Sache. Einziges Problem an Emulatoren ist nur, sie geben halt nur ein ähnliches Erlebnis wieder. Wenn ich jetzt ein Spiel habe, das, ja, relativ Standard ist, wo der Emulator drauf abgestimmt ist, dann funktioniert das Spiel wunderbar. Zum Beispiel Super Mario Bros. 3 hier, das Spiel... An sich ist der NES Mini Classic ja nichts als ein Hardware-Emulator, weil er ist keine, da ist keine Originalplatine drin. Es wird halt auch nur emuliert. Aber dieser Emulator ist natürlich exakt so zugeschnitten, dass diese Spiele, die hier drauf sind, gut funktionieren. Und ich habe ja am Anfang meiner Let's Play-Karriere, Karriere in Anführungszeichen, habe ich ja auch ein paar, ja, emulierte Spiele, oder ich habe komplett mit Emulatoren eigentlich angefangen.
aber bin dann da relativ schnell von weg. Einfach, weil es ist halt nicht original. Es ist nicht original und gerade auch im Controller merkt man sowas. Es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich im Controller anders an. So, deshalb spiele ich hier auf dem NES Mini Classic. Ich habe einen Original-Controller. Gut, den hatte ich bei meinen emulierten Spielen auch. Ich hatte mir stets irgendwelche Adapter geholt, dass ich die Original-Controller anschließen konnte. Einfach, weil ich auch keine Hardware hatte, um emulierte Sachen um Originalkonsolen vernünftig aufzuzeichnen, hatte ich halt nichts. Oh! Was ein Scheiß. Das wird hier noch richtig knapp. Nein! Da! Dreck. Okay, diesen Level würde ich, glaube ich... Nee, den können wir nicht auslassen. Da kommen wir nicht durch. Okay. Toll. Toll. Nö. Nö, nö, nö. Kein Memory für uns. Wir müssen den Level 3 machen. Na gut. Wir werden ihn schaffen. Irgendwie. Jetzt kommen wir natürlich nicht an die... Du sollst den Tag nicht vor dem Abend... Scheiße. Loben, wollte ich sagen. Nee, egal. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Da. Hui, 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 hui. So, es ist halt nicht original und mal ganz davon abgesehen, Leute, wenn ihr euch so einen Emulator anguckt, immer dran denken, legal ist es nicht. Auch wenn es vielerorts so das gibt's doch nicht. Scheiße, ich möchte bitte einen Pilz. Auch wenn immer gesagt wird, ja, kannst schon machen, die Spiele sind so alt und so. Nein, es ist nicht okay. Es ist genauso Raubkopieren wie alles andere, was irgendwie... Ja, was ihr nicht besitzt, was ihr benutzt. Wenn ihr einen Emulator benutzt, dann solltet ihr gefälligst nochmal... die Spiele, die ihr drauf spielen wollt, auch original besitzen. Wenn nicht, ich meine, selbst wenn, es ist trotzdem illegal, sich ROMs aus dem Internet runterzuladen. Ihr müsstet sie eigentlich selber dumpen. Dass keiner dafür so eine Maschine hat, ist auch vollkommen jedem klar. Ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit... Ja, natürlich. Ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit, DS-ROMs selber zu dumpen. Einfach, weil ich so eine Flashkarte für ein DS hatte. Und dann habe ich mir Sicherheitskopien von meinen DS-Spielen gemacht. Aber... ja, für andere Konsolen nicht. Eigentlich müsste man sie selber dumpen. Aber das ist halt so eine Grauzone, wenn man selber die Spiele... naja, hat... wird wahrscheinlich keiner was sagen, wenn man sich so ein Spiel halt... ich sag jetzt mal besorgt. Da kommen wir nicht weiter. Okay, was ist das hier? Ist das die Sonne? Ja, hier müssen wir laufen. Und... ui, ui, ui. Naja. Also immer dran denken, es ist halt nicht legal, sich Sachen über Emulatoren zu besorgen. Wie soll man denn da durchkommen? Soll da drüber springen? Ja. Okay. Natürlich! Das gibt's doch nicht. Wir verlieren Leben wie die Weltmeister. Okay, so, das wollte ich gesagt haben. Natürlich, es sieht teilweise schöner aus, als wenn man auf dem Original spielt. Wow. Aber... es fühlt sich halt nicht unbedingt an wie das Original. Sehr schön. Es ist halt eben nicht das Original. Und dann gibt es natürlich so Sachen, zum Beispiel so ein Jet Force Gemini, was ein großartiges Spiel ist für ein N64. Ich hatte es selber mal angefangen als Let's Play. Hat mich nicht so gut angestellt. Ich weiß nicht warum.
Vielleicht, weil ich einfach nicht gut bin in dem Spiel. Mag sein. Aber vor allem hatte ich halt das Problem, oder hätte ich das Problem bekommen, dass ab einem bestimmten Level die Emulation nicht funktioniert. Es gibt einen Level, oder einen Boss, besser gesagt, da ist halt alles schwarz. Der kann nicht angezeigt werden. Kann kein Emulator für den Nintendo 64. Ja, schade. Sieht das Spiel zwar besser aus, aber funktioniert nicht. Oh, wie doof. Ich möchte hier einen Tanuki verwenden. Denn hier gibt es ein Secret. Jo, was machen wir denn? Wir brauchen das. Und jetzt brauchen wir Anlauf. Und hier gibt es nämlich schöne Reihe Steine, die man kaputt machen kann. Und dann geht's hier lang. Und ich weiß gar nicht mehr, wo es denn hier hinging. Auf jeden Fall gibt es hier viele Münzen. Und ich glaube, damit haben wir den Level geschafft. Ja, genau. Sehr gut. Schön die Secrets zeigen und dabei ein Level skippen. So muss das sein. Ja. Genau das wollte ich zu Emulatoren loswerden. Weiß nicht, war jetzt wahrscheinlich nicht so detailliert, wie ihr euch das vorgestellt hättet. Aber das ist genau meine Meinung zu Emulatoren. Sie sind gut. Es ist schön, dass es sie gibt, auf jeden Fall. Vor allem, weil sonst andere Architekturen, wie zum Beispiel Neo Geo, ich meine, die wird... Ja, leck mich doch am Arsch. So eine Neo Geo. Das gibt's doch nicht. So eine Neo Geo ist eine Konsole, die wäre wahrscheinlich ausgestorben. Gäbe es keine Emulatoren. Ich meine, es wird ja auf der Wii auch nur emuliert, aber es gibt halt für solche Plattformen Spiele, die geraten halt sonst in Vergessenheit, die eigentlich gar nicht schlecht sind. Aber dadurch, dass die Installbase, und ich habe gerade kurz nach einem deutschen Begriff gesucht, der mir dann aber nicht eingefallen ist, zu gering ist. Einfach weil die Installbase zu gering ist, würden solche Sachen halt, ja, in Anführungsstrichen in Vergessenheit geraten. So wirklich gute Sachen, die es dann halt einfach nicht mehr gibt. Und deshalb ist es gut, dass es Emulatoren gibt. So, mein Wort zum Sonntag. Ich möchte die Münzen haben. Mario, hol dir Münzen. Hol dir mehr Münzen. Hol dir noch mehr Münzen. Hol dir noch mehr Münzen. Und noch mehr Münzen. Und noch mehr Münzen. Und geh in diese Röhre. Was auch immer da unten ist. Ich weiß es nicht. Noch mehr Münzen. Okay. Aber leider kein Pilz oder so. Ich hätte jetzt eher schon damit gerechnet, dass da irgendwie ein Pau drin ist oder so. Ein Pilz? Nein! Doch. Okay. Ich hatte kurz Angst, dass wir den Pilz nicht bekommen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Keep gaming und ciao.